Hallo? Ja, wer ist denn da? Schönen guten Morgen, BZ München, Wiegelmann Dimitri Putinov. Ja, einen Moment bitte. Guten Morgen. Hallo, schönen guten Morgen, BZ München, Wiegelmann Dimitri Putinov. Am Telefon. Was gibt's? Grüße Sie, ich muss Sie darauf Grüße Sie. hinweisen, dass Ihre Laufzeit in Übereinstimmung mit den AGBs kostenpflichtig auf 12 Monate verlängert worden ist. Deshalb die Frage, werden Sie denn jetzt für den Gewinnspielbeitrag der Spin AG vom monatlich 97,50 € per Was, Überweisung was, oder was, mit was? dem sicheren Lastschriftverfahren begleichen? Das, warte, warte, ich bin vor 10 Minuten erst aufgestanden. Ich habe jetzt gar nicht verstanden. Was ist gekündigt Also worden? es geht um den fehlenden Gewinnspielbeitrag von der Spiel AG in Höhe von 12 mal 97,50 € und ich soll Sie nur fragen, wie Sie es bezahlen werden. Haben Sie schon vergessen? Ich weiß gar nicht, wovon Sie sprechen, junge Frau. Worum geht es da bitte? Zur Info, das Spiel war zunächst für 4 Monate kostenfrei. Danach wurde es auf die 12 mal 97,50 verlängert, weil Sie anscheinend nicht fristgerecht gekündigt haben. Oh, ich weiß doch gar nichts davon. Welches Gewinnspiel war das denn? Der Spiel AG, wussten Sie denn gar nichts davon? Nee, das sagt mir jetzt gar nichts mehr. Spiel AG? Genau. Kenne ich nicht. Ich muss mal kurz in meinen Ordner gucken. Ich habe sowas eigentlich immer alles ab. Was gab's da zu gewinnen? War das mit Motorrad? Glücksspiel. Nein. War nicht das Wussten Sie denn Motorrad? jetzt gar nichts von der Gewinnspielteilnahme? Nee, das sagt mir überhaupt nichts. Okay, dann kann ich erstmals die Verwunderung bei Ihnen dann über diese Geldforderung voll und ganz nachvollziehen. Ich bin nämlich davon ausgegangen, dass Sie sich das Spiel selber ausgesucht haben. Nee, überhaupt nicht. Wann soll das denn gewesen sein, dieses Spiel? Also es ist so, Herr Putinow, wir sind hier nicht von einem Gewinnspielunternehmen. Wir sind eine Buchhaltungszentrale mit dem Hauptsitz in München, das für mehrere Firmen unabhängig die Buchhaltung und das Forderungsmanagement durchführt. Ja? Ach so, sind Sie Und in von Ihrem Fall. Inkasso? In Ihrem Fall kommt die Forderung von der Spin AG und das finde ich dann jetzt nicht in Ordnung, denn in der letzten Zeit häufen sich derartige Zwischenfälle. Ja? Oha. Aus diesem Grund habe ich mich eingehender mit dem Thema befasst und war sehr erstaunt, wie so etwas möglich ist. Um darauf reagieren zu können, sollten Sie doch dann zunächst einmal wissen, wie Ihre personenbezogenen Daten in den Umlauf gebracht worden sind oder wissen Sie es schon? Nee, ich wüsste, ich hab gar nichts gemacht, wie gesagt. Wann soll das Gewinnspiel denn gewesen sein? Also ich finde, für Sie wird es da mal höchste Zeit, dass Sie es da mal erfahren. Dadurch werden Sie nebenbei erfahren, wieso gerade Sie die Werbeanrufe erhalten dürfen. Natürlich muss ich Sie aber Ja. darauf hinweisen, dass es sich jetzt bei den folgenden Informationen nicht um eine Rechtsberatung handelt. Aha. Okay? Ja, Also würde ich bitten, klar. meine Hinweise So nur rein als Info, habe ich schon Anhaltspunkte, verstanden. um sich einen Überblick über den Rahmen zu verschaffen, in dem Sie sich gerade befinden, damit Sie da mal direkt dagegen vorgehen können. Okay? Brauche ich da jetzt Und einen zwar. Anwalt für oder was ist jetzt Ich werde Ihnen los? jetzt einmal erklären, wie es zum Vertrag gekommen ist, Oh ja, okay? bitte. Warte, ich komme kurz was zu schreiben. Das ist ja doch ganz wichtig. Oh Mann, was ein Tag. Ein Moment. So, Kugelschreiber noch rausholen. So, was war das? War das, wie hieß das? Gewinn AG? Genau. Und zwar, vorab zur Information. Sie wissen ja, dass die Telefonwerbung deutschlandweit bis auf eine Ausnahme verboten ist. Laut der Gesetzesregelung von 2009 dürfen nur noch die Kunden angerufen werden, bei denen auch eine Willenserklärung dazu vorliegt. Eine was? Sie fragen sich, eine Willenserklärung. Was bedeutet das? Sie fragen sich jetzt wahrscheinlich, wann und wie man sich die Zustimmung von Ihnen eingeholt hat, nicht wahr? Ja, auf jeden Fall. Ich will wissen, wer das gewesen ist. Also es ist ganz leicht erklärt. Die Methoden variieren zwar, doch Ja? die Vorgehensweise bleibt jedoch in der Regel gleich. Um Okay. an die notwendigen Zustimmungen zu kommen, nutzt man dafür ganz geschickt die AGBs aus. Die Noch was? besser bekannt als die AGBs, Was noch heißt besser das? bekannt als AGB ist noch besser bekannt als das Kleingedruckte. Oh, das Das hat auch einen ganz Kleingedruckte. bestimmten Grund. Also ich habe neulich, ich Niemand weiß nicht, ob das was damit zu tun ist hat, so. vielleicht sagt Ihnen das was, aber ich hatte neulich einen Anruf von einem Kopfnuss-Kalli, der sagt, ich habe den Drachenlord Trollring verärgert und die würden mich jetzt erholen kommen. Hat das was damit zu tun? Das hat damit nichts zu tun. Oh, gut. Es geht um das Kleingedruckte, um die AGBs. Niemand liest sich diese richtig durch. Und so wird dann auch ein vermeintlich gutes Geschäft sehr schnell zur Kostenfalle. Ja? Eigentlich sollten ja die AGBs den Vertrag zwischen dem Unternehmen und Kunden regeln. Ja. Aber egal,
ob man an einem Gewinnspiel teilnimmt, sich eine Zeitung abonniert, eine Payback-Bonuskarte bestellt oder den Urlaub bucht. Vertrag ist Vertrag. Ja, das stimmt. Wenn man ja den Vertrag oder die AGB nicht akzeptiert, Herr Putinov, kommt man ja nicht und nirgends ins Geschäft. Umso ärgerlicher ist es, wenn die Klauseln mit den fiesen Fallstricken gespickt sind. Auf diese Weise kann man den Verbrauchern dann beliebige Klauseln unterjubeln, die er sonst niemals akzeptieren würde. Und das ist jetzt passiert, weil ich neulich den Urlaub gebucht habe, oder was? Auch Sie haben in der Vergangenheit bei irgendeiner Teilnahme oder Bestimmung das Kleingedruckte überlesen oder nicht beachtet und dadurch haben Sie denen unbewusst die Erlaubnis gegeben, dass man dann auch Ihre personenbezogenen Daten sowie Name, Anschrift, Telefonnummer und das Geburtsdatum an Dritte weiter vermittelt werden dürfen. Erst daraufhin durfte man dann aber auch erst Ihre Daten für Werbezwecke nutzen. Können Sie sich jetzt erklären, wieso Firmen sich an Ihren Daten bedienen konnten, warum Sie seitdem kontaktiert werden dürfen? Ich bin gerade zum Überlegen. Das geht ungefähr seit 5 oder 6 Monaten und davor bin ich mit so einer Reisefirma bei Indien gewesen, hat meinen Cousin besucht. Vielleicht ist das da gewesen, weil das war ganz günstige Reise. Es kann viele verschiedene Möglichkeiten haben. Aber Sie können sich dann jetzt auch denken, wie einfach man sich auch Ihre Erlaubnis für die Gewinnspieleintragungen einholen konnte. Ja, das ist ja richtig fies und gemein, wie die das machen. Habe ich denn irgendwas gewonnen in der Zeit? Also mit dieser erforderlichen Zustimmung, Herr Putinov, hat man sich dann auch bewusst bei einem Internetgewinnspiel eingetragen. Das hat zwei Gründe. Erstens, bei Internetgewinnspielen braucht man ja den Kunden nur bei einem kostenpflichtigen Vertrag zu benachrichtigen, was ja auch der eigentliche Zweck meines Anrufes gewesen ist. Und zweitens, da der Kunde nichts von der Eintragung weiß, versäumt er dann auch so unwissentlich die Kündigung und das Spiel wird so automatisch kostenpflichtig. Oh nein. Das heißt, ich hätte das eigentlich kündigen müssen, ja? Die Zustimmung, die für Werbezwecke aktiv sind, ja, genau. Verdammt. Eigentlich ist das ein Fall für den Anwalt, wenn dann die Zustimmungen von Ihnen nicht vorliegen würden und doch Ihr Vertrag aus Unwissenheit entstanden wäre. Denn ja, aber ich habe ja gar nichts unterschrieben. Irgendwo. Bekannterweise schützt ja die Unwissenheit nicht vor Strafe und deshalb ist der Erfolg im Falle einer Gerichtsverhandlung ausgeschlossen. Also die Verbraucher haben nicht mal mehr die Möglichkeit, die Forderung zu bestreiten, da sie die Forderung ja auch nicht widerlegen können, da sie ja die AGBs akzeptiert haben. Also mir fehlen die Worte, wenn in Deutschland dann auch die Gesetzgeber solche Firmen dann auch zulassen, die sich durch die Gesetzeslücken, durch Schummeln und ahnungslosen Leuten Verträge unterjubeln, die niemanden interessieren, nur damit die Steuerkasse geführt wird. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ja, das ist doch echt eine Riesensauerei. Und das passiert öfter, sagen Sie? Sogar der Verbraucherzentrale sind die Hände gebunden, weil alle rechtlich erforderlichen Bedingungen erfüllt worden sind. Doch nach zahlreichen Beschwerden und durch das neue Datenschutzgesetz, das konnte man sich immerhin bei den Kunden, die sich dann auch die 12-monatige Laufzeit finanziell nicht leisten können, auf eine Kündigung nach dem § 312d Absatz 3 des BGB einigen. Was war das für ein Paragraph nochmal? Ich möchte mir das bitte aufschreiben. 312d Absatz 3 des BGB. D Absatz 3 war das, ja? BGB. Was heißt BGB? Bundesschutzgesetzes. Bundesschutzgesetz heißt BGB. Okay, das hört sich gut an. Okay. In Ihrem Fall ist jetzt nun entscheidend, ob Sie sich monatlich die 97,50 Euro über einen Zeitraum der 12 Monate finanziell leisten können. Aha, nee. Was war das, 100 Euro im Monat? Genau. Nee, das habe ich nicht. Ich bin Auszubildender. Okay. Okay, eventuell dürften Sie ja dann auch von dem gesetzlichen Kündigungsrecht Gebrauch machen. Ich muss dann aber im System nachschauen, was das jetzt genau für Sie bedeutet, wie und ob eine Umtragung möglich ist und würde mich dann so in etwa circa einer halben Stunde nochmals bei Ihnen melden. Was möchten Sie jetzt machen? Ich habe das nicht so gut verstanden. Tut mir leid. Ich würde schauen, ob Sie noch von dem gesetzlichen Kündigungsrecht Gebrauch nehmen dürfen und mich dann nochmals in einer halben Stunde melden. Okay, was kann ich machen in der Zeit? Soll ich irgendwie mal gucken? Weil ich habe nichts unterschrieben oder irgendwas. Ich kann mir das gar nicht erklären. Oh. Also in einer halben Stunde sprechen wir nochmal, ja? Genau. Wie war Ihres Name, bitte? Frau Wiegelmann. Wie darf ich das schreiben? W-I-E? Ja? G
Gelmann. Wiegelmann. Alles klar. Und Sie sind da Buchhaltung, haben Sie gesagt, ja? Genau. Ich werde jetzt schauen, ob Sie noch von dem gesetzlichen Kündigungsrecht Gebrauch nehmen dürfen und mich dann nochmals in einer halben Stunde melden, ja? Alles klar, gut, dann warte ich jetzt hier bei ich brauche erstmal einen Kaffee. Ich warte hier beim Telefon, ja? Okay, ist in Ordnung. Bis nachher. Vielen Dank, ne? Ich dafür. Tschüss. Bis nachher, tschüss. Boah, ey, das ist Jahre her, dass ich so einen Anruf gekriegt habe. Aber die Alte ist ja wirklich wie ein Roboter. Stellst du Fragen, die liest du ihren Text vor. Der 1:1, ich wusste, was sie sagen wird, weil das bei Kai-Uwe Mayer schon genau das gleiche war. Außer, dass sie ein bisschen besser Deutsch konnte. Ich bin so gespannt auf den zweiten Anruf. Aber ich bin ja kein Assi. Und lade euch das als einen Anruf zusammengeschnitten hoch, anstatt wie die das jetzt machen, hier so Cliffhanger dazwischen erst nochmal eine halbe Stunde, damit die Leute jetzt richtig schön Panik kriegen. Kann für die natürlich aber auch nach hinten losgehen, weil sowas würde ich als Betroffener natürlich erstmal berichten anderen. Sag, scheiße, mir ist da was passiert, hast du irgendeine Idee? Die indischen Scammer machen das ja so, die behalten die Leute am Telefon, sagen, wenn die jetzt auflegen, gibt es richtig Ärger. Ich bin mal gespannt, was die hier machen. Bis gleich, Freunde. Putinov? Hallo? Hören Sie mich? Ja, hallo. Wiegelmann nochmals, grüße Sie. Ja, hallo. Schön, dass Sie nochmal anrufen. Ich habe wirklich ein bisschen Angst, muss ich sagen. Gerne, gerne. So, ich habe mich erkundigt und ich hätte sehr gerne komplett rausgenommen. Doch dies ist nicht möglich. Oh. Dafür habe ich aber drei gute Nachrichten. Oh, das ist super. Erstens. Ich hole mir gerade nochmal kurz was zu schreiben. Moment, ich habe das schon wieder. Und kurz einen Kugelschreiber holen. Ich bin gleich wieder da, ja? Einen Moment, bitte. Okay. So, Entschuldigung. So, Herr Putinov, ich habe mich erkundigt und ich hätte sehr gerne komplett rausgenommen, doch dies ist nicht möglich. Dafür habe ich aber drei gute Nachrichten. Ja? Erstens, dank der neuen Regelung wird erstmals die Spieldauer auf 8 Monate verkürzt. Zweitens, Sie dürfen mit einer fristgerechten Kündigung das Spiel nach 4 Monaten dann sogar beenden. Die Forderung beträgt dann so nur noch 4 Monate, a 97,50. Das macht dann ein Gesamtersparnis von 780 €. Und aha. Drittens, damit Sie dann auch in naher Zukunft nicht wieder irgendwo eingetragen werden, können wir Ihre aktiven Zustimmungen im System dann auch gleich deaktivieren. Das sollten Sie dann aber auch zusätzlich in schriftlicher Form tun. Das erfordert zwar einen extra Zeiler mit Paragraphen, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, können Sie mir die Paragraphen einmal sagen, da kann ich das gleich aufschreiben. Also, wenn Ihnen das natürlich zu kompliziert wird, Herr Putinov, könnte ich Ihnen sicherheitshalber die erforderliche Kündigung als Vorlage mit den Unterlagen zuschicken lassen. Oh, super, das wäre total lieb. Gerne. Mit diesem Kündigungsschreiben verkürzen Sie dann die Spieldauer nicht nur auf die 4 Monate, sondern widerrufen ja dann auch in schriftlicher Form all Ihre vergangenen Willenserklärungen von sich. Und ab diesem Moment an darf man dann auch Ihre personenbezogenen Daten dann nicht mehr für Werbezwecke und Gewinnspieleintragungen nutzen. Oh, gut. Einen generellen Schutz vor der Werbung gibt es bis jetzt leider noch nicht, aber das ist dann eine Maßnahme, mit denen sich dann auch die Werbeflut eindämmen lässt. Wenn Sie wollen, dürfen Sie jetzt, nachdem ich Sie belehrt habe, von der Neuregelung durch die Umtragung der 4 Monate Gebrauch machen. Also was war jetzt? Ich bin in 4 Monaten bin ich fertig mit dem Gewinnspiel. Genau, ja? Wenn Sie möchten, können wir das also Sie umtragen lassen. Sie werden dann von einer 12-monatigen Spiellaufzeit in eine 4-monatige Spiellaufzeit umgetragen und dadurch haben Sie dann ein Gesamtersparnis von 780 € und Ihre Daten werden komplett deaktiviert und somit würden Sie dem Ganzen dann auch für die Zukunft ein Ende geben, dass man sie dann auch für Werbe- und Gewinnspieleintragung nicht mehr nutzen darf. Oh, das ist gut. Also ich habe, dass die mich da nicht mehr nerven. Glaube ich Ihnen. Also wenn Sie möchten, dürfen Sie jetzt, nachdem ich Sie belehrt habe, von der Neuregelung durch die Umtragung der 4 Monate dann auch Gebrauch machen. Ja, unbedingt. Ich habe nicht so viel Geld, dass ich das jetzt ein Jahr machen kann. Aber ich verstehe immer noch nicht, was ich falsch gemacht habe. Warum muss ich denen jetzt Geld geben? AGBs haben Sie ja akzeptiert, weil Sie im Allgemeinbereich durch AGBs irgendwo mal die Zustimmung akzeptiert haben, dass man sie für Werbe- und Gewinnspieleintragungen nutzen darf, Herr Putinov. Da war ich ja so dumm.
Und deswegen trägt man sie jetzt immer wieder bei Gewinnspielen ein, wo sie gar keine Ahnung von haben und im Nachhinein dann Kosten auf sich. Ja, aber das können die doch nicht machen einfach. Das ist doch bestimmt verboten, oder nicht? Nee, ist ja nicht verboten, weil sie werden ja Oh. darauf hingewiesen und daher kommt es ja dann auch zu einer rechtskräftigen Aber mich Forderung. hat niemand darauf hingewiesen. Haben Sie eine Die Telefonnummer AGBs, von dieser das Gewinn-AG? Wo kann ich Kleingedruckte. anrufen vielleicht? Ja, was wollen Sie da machen, wenn Sie da anrufen? Weil Na, die Forderung werden mit Sie jetzt. denen reden, dass die mir Ja, aber. Auflösungsvertrag machen. Ja, auflösen werden die das nicht, weil das liegen ja die Zustimmung von Ihnen vor. Sie haben ja jetzt nur noch die Möglichkeit, den Vertrag auf die 4 Monate zu verkürzen. Und somit würden Sie dem Ganzen dann auch ein Ende setzen, wenn Sie sich dran halten. Die werden ja dann auch Ihre Daten deaktivieren. Ach so, das machen die dann auch, ja? Natürlich, wenn Sie sich jetzt an die 4 Monate halten, wie ich Ihnen das erklärt habe, wird Ja? es so sein. Okay, dann machen wir das. Ich will ja auch keinen Ärger mit Polizei oder so haben. Okay, so, dann werde ich jetzt einmal die Umtragung für Sie durchführen. Ich werde Sie jetzt bei der Spieler AG umtragen lassen, ja, für die 4 Monate. Ich gehe das einmal mit Ihnen kurz durch. Wie gesagt, mein Name ist Frau Wiegelmann. Ja? Die Spieler AG ist das größte Gewinnspielkonzern in Deutschland, die unter ihrem Dach mehrere Gewinnspiele hat, wie auch mit dabei 24, die Ihnen jetzt durch diese Neuregelung auch ermöglicht, dass Sie bei denen umgetragen Ich bin bei werden, ja? 24 Gewinnspielen eingetragen. Jetzt werden Sie dorthin umgetragen nach mit dabei 24, weil das ist ein Unternehmen, was nur noch die 4 Monate führt und dadurch kommen Sie dann aus der Sache heraus, ja? Aber ich will doch nicht bei 24 Gewinnspielen mitmachen. Herr Putinow, die Spieler AG, ja, die Ihnen die Ja. Forderung stellt, das ist hier in Deutschland das größte Gewinnspielkonzern. Und in diesem Gewinnspielkonzern sind mehrere hunderte Unternehmen. Und mit dabei 24 ist jetzt ein Unternehmen, das jetzt nur noch die 4 Monate führt und auch eine Deaktivierung der Daten führt. Deswegen lasse ich Sie jetzt nach mit dabei 24 umtragen, dass Sie nach 4 Monaten aus der Sache herauskommen und dass Ihre Daten auch deaktiviert werden. Ach so, jetzt habe ich es Weil sonst sind Sie, verstanden. ja, Ja, Sie sind und die wirklich vier ein Monate Engel. Vielen, vielen Dank, ja? nicht dafür gerne. Sie werden jetzt die Unterlagen vom Mit dabei 24 erhalten. Geht dann morgen an die folgende Anschrift heraus. Korrigieren Sie mich bitte, wenn etwas falsch ist. Ja, Ja? ja. Der Vorname ist Dimitri, der Nachname Putinov. Ja, An richtig. der Bildeiche 76 76534 Baden-Baden, ja, Aha. den 8.5.1975 geboren. Ja, richtig. Nein, 75, 85 bin ich geboren. Okay, vielleicht ein Übertragungsfehler, ist nicht schlimm, aber der 8.5. ist ja Ja, richtig, ja? 8.5.85. Okay, 85. Okay, zur Info sollten Sie diese Spiellaufzeitverkürzung der 4 Monate, aus welchem Grund auch immer, widerrufen, nicht beachten oder auch nicht bezahlen, dann wird sich die Rechtsabteilung einschalten und wieder den Betrag für die 12 Monate einfordern, ja? Verstehe Aber ich. solange, wie Sie sich jetzt an die 4 Monate halten, stellt man die Forderung dann nach 4 Monaten komplett ein. Also nur noch die 4 Monate. Deswegen Ja. halten Sie sich dran, ja? Kriege ich denn von Die Ihnen noch so eine Kündigungsbestätigung, dass ich... Natürlich, Okay, natürlich. super. Wenn Sie die Kündigung unterschrieben und zurückgeschickt haben, können Sie daraufhin nochmals die Bestätigung erhalten, Da ja? können Sie das per E-Mail schicken, damit wir das heute noch machen können. Also die Kündigung, Ja, bitte. also ich kann es Ihnen per E-Mail zukommen lassen, aber es wird vielleicht dann morgen da sein. Ja, das was, welches E-Mail-Adresse haben Sie von mir? Ich habe jetzt hier noch keine, da ich ja nur die Forderung bearbeite. Möchten Sie die mir durchgeben? Ja, bitte unbedingt. Soll ich buchstabieren? Ja. B-I-G. Also B wie Bertha oder Ja, P? Berta, Ja. Ida, Gecko, Also G. ja, G, Gustav. dann Gustav sagt man. Okay, dann kommt ein Okay. Dimitri, Also ein I, G, I, dann CK. C, K. Ja, und dann Dimitri. Big Dick Dimitri. Ja, und dann gmail.com. Okay. Die, kein Moment, Dimitri. At Gmail. Ja, gmail.com bitte. Und das muss ich dann runterladen, Punkt. ausdrucken, unterschreiben und zu Sie schicken, ja? Genau. Also Big Dick Dimitri, Ja, ja? Big Dick At Dimitri, Gmail.com. gmail.com. Können Sie Okay. das jetzt gleich bitte schicken? Dann kann ich das, weil sie muss nachher zur Ich werde es Arbeit. versuchen, dass die Ihnen direkt das heute noch zukommen lassen, wenn nicht morgen früh. Ja? Ach, das ist gut.
Ja, eins von den beiden, entweder heute oder vielleicht morgen. Es kommt jetzt darauf an, wie die Oh, Bearbeitungszeiten sind. vielen Dank. Okay, ist es so, ich gebe Ihnen dann jetzt einmal die Zahlungstermine durch. Ja, ich schreibe auf. Viermal per Lastschriftverfahren werden die Raten dann abgebucht. Die erste Rate Kann ich das auch von den vier. überweisen? Weil ich will nicht, Leider dass die nicht. Die meine Kontonummer haben, wenn die so komische Sachen machen. Leider nicht. Die bieten Oh. jetzt nur eine Zahlungsvariante an. Das ist halt das Na Lastschriftverfahren, ja? gut. Okay. Geht Wie PayPal? gesagt, vier. Nein, Lastschriftverfahren. Na Es wird gut. abgebucht. Okay. Ja, hier steht, dass Sie dann noch monatlich, also wie gesagt, dann die erste Rate von den 97,50 € wäre dann erst Ach. fällig zum 1.8., also August. Sie haben noch Ja. Zeit. So viel Geld, verdammt. Erste, neunte die zweite Abbuchung. Ja. 1.10. die dritte Abbuchung Ja. und 1.11. die letzte und die vierte Abbuchung. Danach, nach den 4 Monaten, stellt man dann die Forderung komplett ein, okay? Vielleicht gewinne ich in der Zeit ja noch was bei denen. Was gibt's da denn Natürlich, zu gewinnen? natürlich. Da komme ich jetzt gleich auch noch drauf zu. Das geht Okay. jetzt hier Schritt für Schritt. Ich bräuchte daher dann bitte noch einmal Ihre IBAN, wo die 4 Raten dann auch abgebucht werden sollen. Wissen Sie die auswendig oder müssen Sie da nachschauen? Sind Sie noch da, Herr Putinow? Bin noch da, können Sie mich hören? Ja, jetzt wieder. Ich Ja, bräuchte dann gut. bitte einmal Ihre IBAN, wo die 4 Raten dann auch abgebucht werden sollen. Hören Sie mich? Können Sie mich hören? Die Verbindung ist zwischendurch weg. Haben Sie mich verstanden? Ja, ich habe die Nummer jetzt da. Haben Sie mich verstanden? Okay, ich bräuchte dann jetzt einmal die IBAN, Ja, ja? das ist DE Ja. 94 94 87 87. 055 dreimal die 0 23 2, 3. 55 05 Ja. 10 81. Das ist die Sparkasse Zwickau. Ja, richtig. Dankeschön, super. Wie gesagt, viermal wird es dann abgebucht. Achten Sie auf die Zahlungstermine, dass Ihr Konto dann gedeckt ist. Wie gerade, Sie haben ja gerade schon gefragt, was Sie gewinnen können. Hier steht, dass Sie dann noch monatlich 225 Mal die Chance auf wertvolle Sachpreise erhalten, 25 Mal die Chance mit Ihren Glückszahlen, die Million Rente zu gewinnen haben. Möchten Aha. Sie daher die Glückszahlen, die jetzt für die 4 Monate noch im System vorhanden sind, dann so stehen lassen oder haben Sie da eigene Glückszahlen, die Sie sich aussuchen möchten? Was steht da denn drin für ein Nummer? Es sind automatische Glückszahlen, die tut das System jetzt generieren. Ich kann die Ihnen einmal kurz sagen. Ja, Kleinen Moment, bitte. das ist die 2, 9, 13, 18, 27, 35, 44. Ich glaube, das können wir so lassen. Das macht keinen Unterschied, Das soll die oder? so stehen? Es ist Ihre Entscheidung. Im Ja, Endeffekt lassen wir es zahlen Sie noch. stehen. Okay, Macht also keinen Unterschied. ich selber glaube eher weniger an Gewinnspiele. Ich weiß auch nicht, ob Sie jetzt in diesen 4 Monaten da noch was erzielen werden. Ich Aber glaub's wie ja nicht. gesagt, Wenn das so, die das Chance sind ja Kriminelle im Endeffekt, was die da machen. besteht, ne? Eines kann ich Ihnen aber garantieren, wenn Sie sich jetzt an die 4 Monate halten, wie gesagt, haben Sie dann ein Gesamtersparnis von 780 € und Ihre Daten werden deaktiviert. Darum geht es uns, ja? Ja, das ist Und wenn es gut. ab jetzt noch, ab heute in Zukunft zu derartigen Forderungen noch vom weiteren Gewinnspielkonzern kommen sollte, können Sie beruhigt sein. Geben Sie denen bitte hierzu immer nur die Servicenummer vom Mit dabei 24 durch. Mit dabei 24 wird denen nicht nur nachweisen können, dass Sie bereits die Forderung ordnungsgemäß beglichen haben, Ja. sondern auch belegen, dass Sie Ihre Zustimmung bereits widerrufen haben. Also es können noch Anrufe erfolgen, sollte es nicht der Fall sein. Egal, wie gesagt, sollte es der Fall sein, sagen Sie nur mit dabei 24, kümmert sich um einen Sachverhalt, auflegen, das ist das Beste. Es wird und kann Ihnen nichts mehr passieren, okay? Also, nur noch mal, damit ich verstanden habe, Sie sind von mit dabei 24? Nein, wir sind eine Buchhaltungszentrale. Wir tun für mehrere Firmen unabhängig die Buchhaltung des Forderungsmanagements durchführen. Aha.
Und was hat Wir diese tun, mit wie dabei gesagt, extreme 24 jetzt damit zu tun? Was Mit machen die? dabei 24 ist, wie gesagt, ein Unternehmen bei der Spiel AG, was nur noch die geringste Spiellaufzeit der 4 Monate führt. Und eine Deaktivierung der Daten, dorthin werden sie jetzt hin umgetragen, damit sie nach 4 Monaten aus der Sache herauskommen. Oh, ich verstehe, ich verstehe. Okay, ich habe mir die Seite von denen gerade mal aufgemacht. Die sitzen ja in Großbritannien, diese mit dabei 24. Muss ich das dann Es wird überhaupt vielleicht eine bezahlen? Bearbeitung, Weil es das sind ist ja, die vielleicht sitzen nur ja eine im Ausland. Bearbeitungsstelle. Die sitzen nicht im Ausland. Wie gesagt, die Unterlagen werden Sie von Köln erhalten, Herr Putinow. Von Köln? Es kann sein, dass, wie gesagt, auch ein wie gesagt, Unternehmen im Ausland seinen Sitz hat, aber die hauptzuständige Stelle ist in Köln. Ah, okay, verstehe. Und Und dort müssen Sie auch die Kündigung nämlich dann hinschicken. Die Unterlagen stehen nämlich dort auch drinnen. also muss das mit Brief gehen, ja? Natürlich, also sicherer für Sie. Dann haben Sie nämlich auch einen Nachweis in der Hand. Oh Mann, was für ein Ärger. Muss ich jetzt noch irgendwas machen? Gibt es noch eine Aufzeichnung für Kündigung oder so? Eine Aufzeichnung für eine Kündigung? Ja, das kenne ich so, wenn ich meinen Telefonvertrag kündige bei Vodafone, dann muss ich immer noch so ein Aufzeichnungsgespräch machen. Sie werden einen Bestätigungsanruf erhalten, das ist richtig. Ach so, okay, Das wann kommt kriegen Sie der? bei allem. Nachdem wir aufgelegt haben, in circa 20 bis 30 Minuten. Oh, das ist gut, weil ich muss bald zur Arbeit. Vielleicht können Sie Okay, sagen, ich dass bin die jetzt bisher. gleich auch fertig. Auch ist es jetzt so, wie gesagt, wenn sich noch jemand meldet, können Sie die dann an das Unternehmen verweisen. Ja. Wie gesagt, ich werde jetzt den Antrag zur Bestätigung dann an Mitarbeiter 24 dann zusenden. Sobald man Ihnen die Laufzeitverkürzung bestätigt hat, werden Sie gleich in circa 20 bis 30 Minuten den Bestätigungsanruf erhalten. Ja. Alles in allem geht es in diesem Anruf nur darum, dass Sie den dort dann die 4-monatige Spiellaufzeit bestätigen, damit der Vertrag von 12 auf 4 Monate herabgestuft wird. Ja. Das Gespräch wird für Sie dann, wie gesagt, auch im beidseitigen Interesse aufgezeichnet, das um ist spätere gut. Missverständnisse zu vermeiden. Das dient zu Ihrer Sicherheit. Ja. Sollte es nicht der Fall sein, bitte bestehen Sie selbst darauf. Nach dem Bestätigungsanruf geht dann heute oder spätestens morgen früh die E-Mail raus. Eine E-Mail. Und die Post dann nochmals. Okay. Ja. Wie Beides sollen wir vielleicht, gleichzeitig. weil da rufen ja immer so viele Leute bei mir an, sollen wir ein Passwort ausmachen für die anderen, die Nein, mich noch brauchen wir anrufen? nicht, das brauchen wir Ich nicht. möchte das aber gerne. Können Sie ein Passwort geben? Welches Passwort möchten Sie? Oh, Nudeln. Irgendein Passwort. Nudelsuppe. Nudelsuppe. Also für uns beide jetzt, meinen Sie? Nee, wenn die für Bestätigung anrufen, dass die Nudelsuppe Ja, aber sagen. Das werden die nicht machen. Ich werde jetzt den Antrag an das Unternehmen weiterleiten. Da kann ich Ihnen, wie gesagt, nicht sagen, dass Sie ein Passwort haben, etc. Das geht nicht. Ach so, rufen Sie mich denn noch mal an, weil Sie gesagt Nein, haben, ich unser nicht. Das Passwort? ist das Unternehmen von Mitarbeiter 24. Ach, und wie Das heißt ist jetzt Ihre das Firma? Das habe ich Unternehmen. jetzt nicht verstanden. Wir sind eine Buchhaltungszentrale. Wir Ja. tun für mehrere Firmen unabhängig die Buchhaltung des Forderungsmanagements Und durchführen. wie heißt die Buchhaltungsfirma? DZ. Wie heißt D? Wie Dora? Genau, Z. Dora Z und München, ja? Ja, wir tun für mehrere Firmen die Buchhaltung, das Forderungsmanagement durchführen. Und Sie sind dann, wie gesagt, in einer halben Stunde nochmals dann erreichbar, ja? Ja, auf jeden Fall. So lange kann ich noch Okay, warten. möchten Sie, dass wir uns dann nochmals bei Ihnen melden und auch damit Ihnen die Kündigung durchgehen? Ja, bitte, 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 bitte. Okay, es ist jetzt so, ich bin jetzt heute nur noch in der Buchhaltung. Morgen wird die Kündigung eingehen. Entweder morgen oder übermorgen könnte sich einer meiner Kolleginnen dann bei Ihnen melden und mit Ihnen die Kündigung durchgehen. Ach, ich habe jetzt Frühschicht morgen. Wie lange wird gearbeitet? Bei Ihnen? Bis 18 Uhr. Alles klar, können wir 17:30 machen? Geht das? 17:30 morgen dann? Oder nee, warte, ich muss mal kurz auf Dienstplan gucken. Morgen war irgendeine Verschiebung drin. Ne? Ich will gerade noch mal schauen, dass ich jetzt nichts Falsches sage, weil das ist ja sehr wichtig. Ah, eine Sekunde bitte. Da ist mein Chef, da ist der Dienstplan und dann ist morgen ist der 29. Ne, morgen ganz früh gerne. Wann fangen Sie an zu arbeiten? Also, wie gesagt, ab 10 Uhr dann. Oh, das ist fast schon zu spät. Können wir das heute irgendwie noch machen? Heute wird es ja wahrscheinlich, ich weiß es nicht, ob das heute noch rausgeht. Ich denke, normalerweise schicken die das in der Früh raus. Ich glaube nicht, dass heute da die E-Mail vielleicht rausgeht, vielleicht am späten Nachmittag. Ich weiß es nicht. Na gut, hätte ja sein können. Ich kann versuchen, dass Sie das Ihnen schneller zukommen lassen, aber ich weiß nicht, ob, wie gesagt, es klappen wird. Ja, das wäre richtig lieb, wenn das klappen Welche würde. Uhrzeit denn morgen?
Also ich bin eigentlich ganzes Tag unterwegs. Ich arbeite, bin erst um, also ich muss um 9 muss ich los und ich komme erst abends um 7 wieder. Da arbeiten sie ja nicht mehr. Okay, oder Donnerstag, wie sieht's da Da aus? muss ich jetzt gerade noch mal gucken. Ich habe das E-Mail gerade schon wieder zugemacht. Sind alle Leute bei Arbeit haben Corona? Ich weiß gar nicht, wann ich noch frei machen soll. Okay. Da muss ich noch mal gucken. Am Donnerstag habe ich. Ja, da können wir Viertel vor 6 abends machen. Ja, Donnerstag dann. Ja, Donnerstag, Viertel vor 6 am Abend. Donnerstag, Viertel vor sechs. Das wäre Okay. richtig lieb von Ihnen. Okay. Donnerstag um Viertel vor sechs, also 17:45 Uhr, Ja, ja? unbedingt. Okay, meine Kollegin, die Frau Tanja Kraft, wird sich dann bei Ihnen melden und die geht das Ganze dann auch mit Ihnen durch, ja? Klasse, vielen, vielen Dank, dass Sie mir Okay, dann haben wir geholfen es auch haben. soweit geschafft. Sehr gerne, auch wirklich schade, dass ich Sie heute diesbezüglich zu einem Anlass anrufen musste. Ja. Wenn es Ihnen dann jetzt mit der Laufzeitsminderung bestätigt wird, würden Sie den Bestätigungsanruf gleich in circa 20 bis 30 Minuten erhalten. Ja, ja. Also sind Sie dann da gleich nochmals erreichbar, ja? Ja, klar, ich hole mir jetzt einen Okay. Sitzkaffee und einen Ofenkäse und ich werde dich erwarten. Okay. Okay, Mitarbeiter 24 wird sich bei Ihnen melden. Dann, da geht es nur um den kurzen Datenabgleich und um die Bestätigung der 4 Monate. Man wird dort zu Ihnen sagen, dass Sie mit mir mit der Frau Wiegelmann gesprochen haben, dass Ja. Sie jetzt die Information erhalten haben, dass Sie den Service Mitarbeiter 24 für 4 Monate nutzen möchten. Ob das richtig war, nachdem Sie denn dort die 4-monatige Spiellaufzeit dann auch bestätigt haben, wird dann der Vertrag herabgestuft. Die 12 Monate sind hinfällig, 4 Monate bleiben aktiv. Deswegen ist das Gespräch so wichtig. Aber Herr Putin, auch wenn Sie dort Fragen stellen, wollte ich nicht, möchte ich nicht, etc., Ja. wenn Ihnen das nicht bestätigen, gehen Sie es einfach so durch, wie die das von Ihnen verlangen, kurz und bündig, weil es sind Kontrolleure, die wissen jetzt nicht, was wir Oh. besprochen haben. Denen geht es nur um einen Datenabgleich und um die Bestätigung der 4 Monate. Und wenn Sie fragen, ob Sie für 4 Monate mitspielen möchten, und das müssen Sie den Monaten ja bestätigen, Ja. Datenabgleich. Sie müssen dann einmal Ihre IBAN erwähnen und nochmals Ihr Geburtsdatum zur Bestätigung. Ja, Haben mehr Sie nicht. denn mein richtiges, weil die haben ja ein falsches Geburtstag geschrieben. Nee, Haben Sie nee, ich das? habe es ja korrigiert, den Gut, super. 8.5.1985, ja? Super. Nochmal, was haben Sie Einfach so aufgeschrieben jetzt? durchgehen. Nochmal zur Sicherheit. 8.5.85. Perfekt, super. Da habe gerade Okay, gedacht, ich habe einfach was so anderes durchgehen. gehört. Haha. Genau. Einfach so durchgehen und sobald die das bestätigt haben, ich werde schauen, ob ich jetzt per E-Mail weiterkomme und dass sie Ihnen das heute nochmals rausgehen lassen. Und den Bestätigungsanruf werden Sie von meiner Kollegin um 17:45 Uhr am Donnerstag erhalten, ja? Ja, klasse, super, super. Vielen Dank, dass Sie mir so Okay, gut nicht geholfen dafür, haben. dann wollen wir nicht, möchte ich nicht weiter in Ihre Zeit stehlen, dann werden Sie gleich in circa 20 bis 30 Minuten den Bestätigungsanruf erhalten, ja? Alles klar, super, vielen Ich Dank. wünsche Ihnen weniger Ärger in Zukunft, alles Gute und bleiben Sie gesund. Ja, Sie auch, Frau Wiegelmann. Alles Danke, Gute. tschüss. Tschüss. Oh, dieses ehrenlose Gesinde. Leute, jetzt kommt noch mal ein Anruf. Und danach gucken wir uns noch mal die Internetseite von diesen Betrügern an. Da sind nämlich die üblichen Geschäftskonten, die üblichen Namen, die da drauf auftauchen. Es lohnt sich also wirklich dran zu bleiben. Wer diese Hartnäckigkeit ein bisschen belohnen will, fast alle von euch kaufen sich ja bei Amazon ein. In der Beschreibung steht mein Amazon-Link. Wenn ihr mit diesem Ding einkauft, egal was es ist, von Klopapier über Nudeln bis zum Pfefferspray, kriege ich eine kleine Provision dafür, ohne dass es euch was mehr kostet. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann geht's gleich weiter mit dem nächsten Anruf. Vielen Dank. Guten Tag, mein Name ist Lorenz. Ich bin mit Dimitri Putinov. Ja, wer ist da? Schön, dass ich Sie erreiche, Herr Putinov. Wie bereits von Herrn, Frau Wiggemann angekündigt, melde ich mich aus der Bestätigungsabteilung von Mitarbeiter 24 Gewinnservice. Meine Ja. Aufgabe besteht darin, Ihnen das Ganze kurz zusammenzufassen, die Daten abzugleichen. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, wenn ich zu Ihrer und zu unserer Sicherheit das Gespräch aufzeichne. Nee, nee, es ist in Ordnung, ist ja wichtig, ne? Auf jeden Fall, meiner Meinung nach ist es auch wichtig. Beim Gespräch mit Frau Wiggemann ging es ja um Folgendes, Putinov. Ich habe die Information erhalten, dass Sie den Gewinnservice von Mitarbeiter 24 erstmals für 4 Monate nutzen möchten. Ist das richtig? Nee, sie hat gesagt, es wird von 12 Monate auf 4 Monate runter gemacht. Wegen Das weiß ich nicht. Sonderkündigungsrecht und so. Das weiß ich nicht. Bei mir geht es um einen Datenabgleich und um die Bestätigung der erstmals 4 Monate. Den Inhalt des Gespräches mit der Dame kenne ich nicht. Habe ich denn bei Ihnen jetzt diese 12 Monate? Sie haben bei mir keine 12 Monate. Ne, aber sie hat ja gesagt, ich habe nicht gekündigt, darum muss ich 12 Monate, aber jetzt nur 4 Monate, weil sie nett ist. Also um 4 Monate geht es bei mir, das ist richtig, Ja, ja, aber richtig. nicht um 12 Monate. Okay, gut. Das heißt, ich muss jetzt keine 12 Monate spielen, ja? Nein, 12 Monate müssen Sie hier nicht spielen. Bei mir geht es Gut. um einen Datenabgleich und um die Bestätigung der erstmals 4 Monate. Geil.
Okay, also ich werde nochmal von vorne beginnen. Bitte Sie nur auf meine Fragen zu antworten, es so zu bestätigen, ja? Okay, also fangen wir nochmal an, ja? Klar, können wir machen. Also, Ich habe den Tag guten Zeit. Tag. Okay, guten Tag, mein Name ist Lorenz, ich spreche mit Dimitri Putinov. Richtig. Schön, dass ich Sie erreiche, Herr Putinov. Wie bereits von Frau Wiggemann angekündigt, melde ich mich aus der Bestätigungsabteilung von Mitarbeiter 24 Gewinnservice. Meine Aufgabe besteht darin, Ihnen das Ganze kurz zusammenzufassen, die Daten abzugleichen. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, wenn ich zu Ihrer und zu unserer Sicherheit das Gespräch aufzeichne. Nee, ist kein Problem, habe ich doch schon gesagt. Bedanke mich. Beim Gespräch mit Frau Wiggemann ging es ja um Folgendes. Ich habe die Information erhalten, dass Sie den Gewinnservice von Mitarbeiter 24 erstmals für 4 Monate nutzen möchten. Ist das richtig? Genau, statt 12 Monate, genau. Also wieso fügen Sie denn immer 12 Monate mit ein, Herr Weil es Putinov? darum ja ging. Die hat gesagt, Nein, bei mir geht es nicht ich habe darum. das Gewinnspiel ja nicht gekündigt und ich muss jetzt ein ganzes Jahr spielen. Bei mir geht es nicht darum. Ja, das habe ich verstanden. Ja, deswegen müssen Sie das oder dürfen Sie das bei meinem Gespräch ja auch nicht mit Ach aufs so. Gespräch. Ach, Sie zeichnen das ganz auf. Okay, Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Also ich werde jetzt hier nochmal komplett von vorne beginnen, okay? Ach so, okay, ja. Guten Tag, mein Name ist Lorenz. Ich spreche mit Dimitri Putinov. Ja. Schön, dass Sie erreichen, Herr Putinov. Wie bereits von Frau Wiggemann angekündigt, melde ich mich aus der Bestätigungsabteilung von Mitarbeiter 24 Gewinnservice. Meine Aufgabe steht darin, Ihnen das Ganze kurz zusammenzufassen, die Daten abzugleichen. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, wenn ich zu Ihrer und zu unserer Sicherheit das Gespräch aufzeichne. Nein, ist in Ordnung. Bedanke mich. Beim Gespräch mit Frau Wiggemann ging es ja um Folgendes. Ich habe die Information erhalten, dass Sie den Gewinnservice von Mitarbeiter 24 erstmals für 4 Monate nutzen möchten. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Da wären wir ab dem 1.8.2022 für Sie tätig und melden Sie monatlich exklusiv bei 225 attraktiven Gewinnspielen mit der Chance auf wertvolle Gewinne an. Zusätzlich erhalten Sie monatlich 25 Mal die Chance auf 1 Million Euro Sofortrente. Natürlich ist auch der Datenschutz und das neue Datenschutzgesetz für uns sehr wichtig. Gut. Deshalb bestätigen Sie mir bitte noch einmal, dass wir im Rahmen unserer Arbeit für Sie die Daten an die Veranstalter der Preisausschreiben weitergeben dürfen, die dies auch benötigen. Da brauche ich bloß eine kurze Bestätigung mit einem Ja. Ja, ist in Ordnung. Bedanke mich und möchte auch gerne nochmal Ihre Daten abgleichen, um sicherzugehen, dass auch Ihre Sachpreise im Gewinnfall an die richtige Adresse geliefert werden, Ihre Geldgewinne auch auf das richtige Konto gehen. Ja. Sie heißen Dimitri Putinov, wohnhaft an der Bildeiche, Haus Nummer 76, das ist in 76534 Baden-Baden. Genau. Geboren sind Sie wann? Was? Geboren sind Sie wann? Tut mir leid, das habe ich nicht verstanden. Was war die Frage? Geburtsdatum, den Geburtsdatum, Geburtsdatum. 8.5.85. Okay, einmal den Namen Ihrer Bank und die IBAN-Nummer, bitte. Ja, das ist Sparkasse Zwickau. Jo. DE Mhm. 94 Jo. 87 055 000 Jo. 23 55 05 10 und die letzten zwei Nummern verrate ich dir, wenn du mir erzählst, wie lange du ehrenloser Hundesohn am Telefon schon Leuten das Geld wegnimmst. Schämst du dich gar nicht? Was ist denn bei Ihnen los? Du bist ein scheiß Betrüger. Ich habe das alles aufgezeichnet von der ersten Sekunde an. Ihr elendes Dreckspack. Geh dir richtige Arbeit suchen. Du bist eine Naja, Sie Schande können für es ja. dein Land, du bist eine Schande für deinen Gott, du bist eine Schande für deine Familie, Mann. Geh dich schämen, Alter. So, Was ist entweder dein Sie möchten Problem? es mitmachen oder Sie möchten es nicht mitmachen. Ich Natürlich zwinge möchte jetzt ich nicht dazu, ja? mitmachen. Da, nein, Sie machen jetzt nicht mit. Also in dem Fall für die Beleidigung werde ich das ja auch natürlich nicht akzeptieren bei Ihnen, ja? Du bist ein mieser Hund, bist du. Eine elende Schande für jeden atmenden Menschen auf der Welt, Dreckiger verdammt. Hurensohn, du. Scheiß Betrüger, du bist live auf YouTube, du Bastard. Gut, dieses dreckige Scheißgesindel. Aber habt ihr gehört beim Text, was die hören wollten von mir? Ich sollte bestätigen, dass ich erstmalig bei denen mitmache. Erstmalig. Und damit die dann hinterher rechtfertigen können, ne, wieso? Haben wir doch gar nichts zu tun mit dem anderen. Da hat er sich ganz arg distanziert davon. Ja, mein liebes mit dabei 24. Fuck you. Ganz groß mit Ausrufezeichen und ausgestrecktem Mittelfinger. Schön. Klasse. Vielen Dank für den tollen Content, ihr Idioten. Draußen an die Welt, bitte, bitte fallt niemals auf so etwas rein und gebt gerade bitte, bitte älteren Familienmitgliedern solche Infos an die Hand. Ihr müsst denen nicht dieses 40-Minuten-Video vorspielen, aber sag denen bitte,
dass die gerade wieder sehr aktiv sind und dass gerade, wenn die Leute da schon mal betroffen waren, der Name Putinov ist ungefähr 1,5 Jahre alt, da habe ich den benutzt für kurze Zeit. Und die rufen da jetzt wieder an. Es ist Glück, dass ich gerade mit dieser alten Nummer noch online war, weil da noch ein bisschen Restguthaben drauf war. Das ist jetzt weg. Ich bin mal gespannt, ob die andere Tussi nochmal anruft. Und jetzt schauen wir uns gleich nach einer kurzen Wodka-Pause zur Siegesfeier an, wie die Internetseite von diesen Kriminellen aussieht. Bis gleich. Vielen Dank. Hallo Freunde, schön, dass ihr dran geblieben seid. Wie versprochen geht's jetzt weiter mit der Internetseite von Mit dabei 24. Mit deren Mittelsmänner, Mittelsfrauen, Spießgesellen, Mittätern, Komplizen, Steigbügelhaltern und wie man diese ganzen Mistfiguren sonst noch bezeichnen könnte, wir gerade die Freude hatten, dass sie uns einmal durch die gesamte Betrugsmasche geführt haben. Ich fasse noch einmal kurz zusammen. Es beginnt damit, dass man sich beispielsweise auf Facebook bei Pampers für ein Gratispaket Windeln registriert, weil man angeblich ein Produkttester werden möchte und nach langer, langer Zeit, damit die Menschen sich nicht mehr daran erinnern, ruft diese Firma an und sagt, ja, du hast dein Gewinnspiel nicht gekündigt, jetzt kostet das 1200 Euro, weil du musst ein Jahr mitspielen, aber wir sind so nett, geben dir nochmal kurz Verschnaufpause, rufen zurück, klasse, du musst nur 4 Monate spielen, kannst danach kündigen. Dann ruft dieser Jungspund von eben an, noch keine Haare am Sack, aber ein Kamm in der Tasche und erzählt dir deine tolle Gelegenheit, will aber mit den anderen gar nichts zu tun haben, erwähnt aber den Namen von der Tussi. Und wenn du dann so doof bist, da mitzumachen, dann bist du deine Kohle los. Schön, ihr hört hier zu, ihr werdet nicht darauf reinfallen. Jetzt gucken wir uns mal an, wie die sich hier aufstellen. 600 Internetgewinnspiele, 90 Millionen Ziehungen, 75 Postkartengewinnspiele, 765 Gewinnchancen. Viel Leistung für wenig Geld, einfach clever. Ja, bei denen ist es tatsächlich wenig Leistung für viel Geld, wenn du diese Mistvögel am Telefon hast und sie versuchen, dir das Geld wegzunehmen. Hier ist alles schön fancy aufgebaut und wir wollen mal gucken. Natürlich haben wir es hier nicht mit einer deutschen Firma zu tun, trotz Adresse, sondern ein bekannter Name, die jetzt in Great Britain angeblich sitzen. Ist schön eine Nummer, da werde ich nachher nochmal anrufen, gucken, ob man die ein bisschen ärgern kann. Millionen Chancen. Siehst du auch hier wieder billig zusammengefakte Seite, hier haben sie das Eurozeichen nicht hingekriegt. London TV. Aha, soll wahrscheinlich so eine Mischung aus Lotto und London irgendwie sein und irgendwie lustig oder was auch immer. Kostenlose Zusatzleistung, Teilnahme, hier kann man sich eintragen. Notariell hinterlegt, guck mal, hinterlegt haben sie groß geschrieben, die Idioten, damit sie den Mit dabei 24 Eintragungsservice besonderes Vertrauen setzen können. Hammergeil. Erhält ein Notar regelmäßig die Liste aller unserer Kunden sowie die Liste der dazugehörigen ausgespielten Rätsel. Na gut, was soll man sagen, bei denen Figuren heißt BGB ja auch Bundesschutzgesetz, von daher haben die wahrscheinlich irgendeinen, der heißt wahrscheinlich Notar mit Vornamen, weil das in irgendeinem Land ein Vorname ist, aber mit Sicherheit arbeitet kein seriöser Notar für diese Firma. Hammergeil. Jetzt einfach anmelden und bequem gewinnen. Ja, die gewinnen bequem, wenn du dich da einträgst. Oh, guck mal. Ich glaube, hier ist eine schöne neue Quelle für Anrufe. Könnt ihr euch ja mal merken, mit dabei 24.de/Anmeldung, wenn die lieben Mittelefonjäger auch nochmal ein paar schöne Anrufe haben möchten. Ja. Damit, denke ich, können wir das Video beenden. Wir haben vom Anruf der anonymen Nummer bis zu einer Geschäftsadresse und einem Namen und einer Telefonnummer so ziemlich alles rausgefunden, was wir rausfinden wollten. Die werden natürlich in jeder Form leugnen, dass sie mit den vorigen Anrufern, mit der Frau Wiegelmann, von einer angeblichen Buchhaltung von der DZ aus München, die ihren Kai-Uwe Meyer-Text da vorgetragen hat, irgendwas zu tun haben, aber es ist offensichtlich, dass das Komplizen sind, die da zusammen gewerbsmäßigen Betrug betreiben. Das ist ganz offensichtlich und ich hoffe, wir können denen zusammen das Wasser abgraben. Heißt, ihr dürft das Ding hier gerne teilen, verbreiten, kommentieren, ein Däumchen drunter setzen und dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen von diesen Knallköpfen mitbekommen. Vielleicht kennt ja jemand jemanden, der in Großbritannien zufällig bei der Kripo arbeitet und sich über diese Information freut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Over and out. Telefonziege, geht schlafen.